Leute, ich reagiere heute auf Luca reagiert, auf Paluten reagiert, auf Luca reagiert, auf Paluten reagiert, auf Luca reagiert, auf mein Gamingzimmer. Leute, kurze Vorwarnung. Ich habe, wie so oft in den letzten Wochen, nur so 2 bis 4 Stunden irgendwie so rumgepennt. Es ist das ist wenig. Ich bin so ein Mensch, ich brauche 8 Stunden. Genau 8 Stunden. Wenn ich gefühlt nur 7 Stunden schlafe, bin ich völlig übermüdet. Wenn ich 9 Stunden schlafe, bin ich völlig so platt irgendwie. Da kriege ich gar nichts auf die Kette, weil ich einfach zu viel geschlafen habe. Da bin ich zu sehr am Chillen dann irgendwie den ganzen Tag. So 7 bis 8 Stunden ist... Wenn es bei mir in irgendeine Richtung drüber oder drunter geht, bin ich ein anderer Mensch. Es ist auch gerade 6.37 Uhr morgens und ich dachte mir, es wäre jetzt eine gute Idee, unseren kleinen Verlauf hier fortzuführen. 6.37 Uhr morgens. Ja, viel Spaß, Patrick. Ey, ich weiß nicht mehr, wo ich mit der Facecam hin soll. Da ist kein Platz. Abfahrt. Willkommen, meine Damen und Herren. Hallo, ich reagiere heute auf Patrick. Paluten. Reagiert auf Luca, reagiert auf Paluten, reagiert auf Luca, reagiert auf Palutens Gamingzimmer, a.k.a. Patrick und mein WhatsApp-Verlauf auf YouTube. Perfekt. Hat eine Roomtour von seinem Gamingzimmer hochgeladen. Es geht schon los. Ich weiß gar nicht mehr, was ich sagen soll. Und ein paar Looten auf meine Wo kommt jetzt meine Cam hin? Deswegen reagiere ich heute auf die Reaction von der Reaction von der Roomtour. Boah. Ich weiß gar nicht. Oh mein Gott! Ich, das wird ein Wahnsinnsvideo heute. Wie viele Facecams sind denn da am Start gewesen? Ja, ich hab noch mal eine raufgeballert. Ja, das bisschen, es wird eng, Leute, es wird eng. Hier ist eine richtig fette Fahrt. Ich hatte auch schon überlegt, ob ich nicht hier so in die Mitte gehen soll. Aber das wäre dann auch problematisch. Ich bin jetzt hier, notfalls muss ich halt irgendwann mein Gesicht auf mein Gesicht klatschen. Das ist ja auch kein Problem. Ja, oder ich mache mich so ein bisschen kleiner. Das wäre eigentlich auch gut. Lukas Cam ist ein bisschen kleiner als meine. Ich bin mehr ausladend. Adi, Alter. Ja, okay, stimmt. Vielleicht machen wir es irgendwann so dann hier irgendwie klein, nur hier noch ein Gesicht hin oder hier noch ein Gesicht hin. Ich habe aber eh in meiner Reaction gesagt, ey, bitte Patrick, reagier hier nicht mehr drauf. Und er hat nochmal drauf reagiert. Dementsprechend reagiere ich jetzt natürlich auch nochmal drauf. Aber es muss irgendwann ein Ende finden. Luca hat so einen richtigen Bart. Aber Luca hat auch den gleichen Bartwuchs, glaube ich, so ein bisschen wie ich. Da fehlt das Flauschige an den Seiten. So. Ja, hier fehlt alles. Also Patrick hat ja unten noch so ein bisschen mehr. Ja, hier, ich habe jetzt ein bisschen mal wachsen lassen, aber oben ein bisschen Schnäuzer. Den hat Patrick nicht. Da bin ich ein bisschen... Ja, warte, den rasiere ich ab hier. Jo. Ach, den rasiert er ab. Okay, ich lasse tatsächlich seit 2 Wochen mittlerweile wachsen. Das ist krass. Weil ich dachte mir jetzt auch, ich besuche jetzt, wenn ihr das Video seht, bin ich gerade auf Mallorca, meine Schwester besuche, die studiert ja aktuell da, ist auch immer noch völlig random. Und da dachte ich mir, um so in Spanien, so, ja, da haben wir auch viele so Bart und so ein bisschen braun gebrannt, da dachte ich mir so, komm, ich nehme den mit nach Spanien. Ich hoffe, der fliegt nicht weg bei dem Winter, aber schauen wir mal, was wird. Was wird? Das triggert mich so hart, dass ich über diese Karte Alter, das ist so krass. Besser machen, Ja. Du lässt das doch nicht ich mit weiß, den Kabel. Ich weiß gar nicht mehr, mit welchem Luca ich rede. Warte, das ist der aktuellste. Das ist schon Luca aus der Vergangenheit. Und ich würde auch sagen, ey, damit Patrick jetzt immer weiß, mit wem er jetzt in dieser Reaction redet. Der aktuelle Luca. Patrick, wenn du hier drauf auch wieder reagierst, fordere ich dich heraus, dass du dir auch irgendein Accessoire an dein Gesicht setzt, damit ich auch weiß, mit welchem Patrick ich rede. Wenn der das so lässt, dann fahre ich höchstpersönlich da nach Bayern und kacke ihm vor die Haustür. Luca, du musst nicht vor meine Haustür kacken, du bist aber sehr herzlich eingeladen. Ja. Stellt euch mal vor, Patrick reagiert hier wieder drauf. Ich reagiere da auch wieder drauf. Ja, guck mal, jetzt bin ich zum Beispiel in Luca. Jetzt ist Patrick in mir drin. Also wir werden ja niemals eine zufriedenstellende Lösung finden. Jetzt gerade. Das hier ist die jetzt gerade aktuelle Ansicht. Hier ist jetzt nirgendwo eine Facecam. Beim Schnips haben wir gerade mal umgeswitcht von Cam-Ansicht hier zur totalen. Ich weiß nicht, wo das enden soll. Ein YouTube-Titel hat, glaube ich, nur 100 Zeichen. Irgendwann können wir obviously das mit dem Titel-Game nicht mehr so weitermachen. Ja, warte, Luca, warte. Ich habe schon eine Idee. Man macht einfach 24 als Beispiel oder macht man einfach ein Malzeichen. Weißt du, 24 Mal. Oder? Ja, oder warte, was war das? Man macht Paluten oder Luca reagiert auf Paluten reagiert auf 4.0, 5.0, 6.0. Ich habe da viele, viele Ideen. Okay, Patrick, meine zweite Challenge an dich. Falls du nochmal hier drauf reagieren solltest, nenn bitte dein Video dann so, wie du möchtest, dass diese Serie hier heißt. Das wäre, glaube ich, so die sinnvollste Idee. Weil ich habe vor dem Video, wir blenden es euch hier mal ein. So,
Kommentar hier. Ich nehme drei Videos auf. Luca reagiert auf Baluten, reagiert auf... Überlege, ob wir einen anderen Titel nehmen. Wenn du eine Idee hast, schreib mal bitte in die Gruppe. Vielleicht Luca reagiert zum 8. Mal auf Paluten oder irgendwie so. Schreib mal was in die Gruppe. Bestenfalls, wenn du das hier gerade siehst oder schneidest. Ich habe mich das vor dem Video schon gefragt, wie ich mein Video nennen soll, weil wir sind mittlerweile bei diesen 100 Zeichen angekommen. Weil normalerweise müsste mein Titel jetzt sein, Luca reagiert auf, Paluten reagiert auf, Luca reagiert auf, Paluten reagiert auf, Luca reagiert auf, Paluten reagiert auf, Luca reagiert auf, Palutens Gamingzimmer. Das wäre eigentlich der aktuelle Titel. Es sind wahrscheinlich 200 Zeichen mittlerweile. YouTube-Titel begrenzt auf 100 Zeichen. Wir brauchen Ideen. Wenn ihr Ideen habt, schreibt es gerne unten in die Kommentare. Ansonsten, Patrick, deine zweite Hausaufgabe für heute. Dann ist das Finale dieser Serie. Dieser Gaming-Zimmer-Paluten-Serie. Ein Boxkampf. Oh, nee, da... Oh mein Gott, ein Boxkampf! Ich glaube, Patrick und ich sind beide so die allerletzten Influencer. Vielleicht noch mit einem Simon Unge und einem Gronkh. Und einem, ja, wer hält sich noch immer so, JP Performance sieht man auch nie, oder Justin oder solche Leute, die als allerletztes auf solchen riesigen Influencer-Events mit dabei wären. Ich habe Patrick, glaube ich, auch noch nie auf irgendeinem riesigen Influencer-Livestreaming-Event gesehen. Wenn wir beiden jetzt aus dieser Serie hier, aber da, Patrick, da müssten wir einen Streit faken. Dann müssten wir jetzt irgendwo ein Beef anfangen. Boah, das wäre krass. Und dann ein Boxkampf. Und dann müssten wir uns bei dem Boxkampf dann davor so, bei diesem, wir sind ja immer so Pressekonferenzen, so Mädchen davor, da müssten wir uns dann rechtfertigen, so, ja, wie kamst du zu diesem Boxkampf? Und so, ja, war eigentlich in der Gaming-Zimmer-Room-Tour. Luca, ich sehe immer deine Instagram-Stories. Der ist eine Maschine. Und Luca ist auch, glaube ich, locker einen Kopf größer als ich. Der schlägt mich windelweich. Naja, das glaube ich jetzt nicht. Also Paluten hat auf jeden Fall eine geistkranke Kondition. Also wenn ich das immer sehe, ich sehe nämlich auch Patricks Instagram-Stories ab und zu. Ich habe zwar in letzter Zeit, habe ich euch schon mal erzählt, vor 2 Monaten, seit Januar oder so habe ich Instagram komplett aus. Gar keine Benachrichtigung. Ich habe auch jedes Profil, dem ich folge, das kann man leider nicht bingen. Also dass man irgendwie alles komplett, heißt bingen? Ich weiß nicht. Dass man alles komplett deaktiviert. Aber ich bin auf jedes einzelne Profil gegangen von den Leuten, denen ich folge. Habe alles stumm gestellt, weil ich immer Benachrichtigungen bekommen habe. Ja, ist jetzt live oder her, hatte ich zu einem Broadcast-Channel eingeladen. Laden oder was weiß ich. Ich gar keinen Bock mehr drauf. Ich habe bei allen sozialen Netzwerken, außer bei WhatsApp, die Benachrichtigungen ausgestellt. Deswegen sehe ich in letzter Zeit nicht mehr so häufig Paluten-Stories, aber damals war es immer so, dass es immer irgendwie was mit Fahrradfahren oder Wandern zu tun hatte. Deswegen, ich glaube, Patrick wird mich von der Kondition her auf jeden Fall zusammenhauen. Aber ich bin halt einen Kopf größer und das ist beim Boxen wirklich mit der Größe, das ist schon so eine Sache. Werden wir herausfinden dann. Ich fange jetzt mal heute irgendwie ein Beef an. Mal schauen. Einfach, dass Patrick mich zusammen in, bei ihm im ja. Bayern sitzen. Ja, und sehr gern. Schauen uns zusammen nochmal die Reaction auf die Reaction auf ja. die Reaction. Im Paluten-Gaming-Zimmer an. Das wäre ein krönendes... Zur 100. Folge. Finale. Oh, ich muss direkt pausieren. Oh, ich hoffe, er fasst das nicht böse auf. Oh mein Gott. Habe ich nicht, oder? Nee, hast du nicht. Alles nee, gut. Da habe ich auch Kaffee getrunken. Gut, ich glaub, ja, mittlerweile finde ich aber, solltest du böse auffassen, denn... Boxkampf. Patrick ist mittlerweile auch so lange dabei, man hat mittlerweile auch irgendwie gar keinen Bock mehr auf diese ganze Beef-Thematik. Ja, habe ich zwar da gesagt, sehe ich jetzt aber anders. Boxkampf. Ja, aber das war ja noch nie, also ich hatte noch nie Bock auf Beef. Ich halte mich da auch raus. Das sind so Kopfschmerzen, die ich gerade auch in der aktuellen Situation null gebrauchen kann. Ja, kann ich verstehen. Haben wir aber jetzt. Ist jetzt nun mal so. Ich glaube, irgendwann hat man auch, ist man so erwachsener geworden, dass man sich so denkt, ja komm, nee, alles gut. Man ist so geerdet und erst recht Paluten da mit seiner ganzen Familie und so, der ist so im Leben angekommen. Ich glaube, habe ich mir jetzt auch nicht, also hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass er es das irgendwie böse nimmt oder so. Alles, also das will ich nochmal betonen. Ja. Also, ich glaube, ich muss kotzen, mir kommt dieser Shake gerade hoch. Ich trinke ja immer morgens hier so einen Haferflocken, Beerenmilch. Boah, mir kommt gleich echt was hoch hier. Ich trinke immer morgens so einen korrupten Shake, den ich mir irgendwie selbst zusammen mix, noch mit irgendwie Leinöl drin und Mandelmus und ganzen Krams. Boah, und danach bin ich immer kurz so, jetzt im Boxkampf mit Paluten, ein Seitenhaken, Alter, der Ring wäre gelb. Kotze gelb? Ich glaube, schreibt mal in die Kommentare, wann ihr zuletzt gekotzt habt. Aber als ich das letzte Mal gekotzt habe, das war vor 4 Monaten, hatte ich eine Lebensmittelvergiftung, weil ich schlecht gewordenen Räucherlachs gegessen habe. Seid da vorsichtig, Leute. Googelt mal Räucherlachs schlecht geworden oder irgendwie so auf Google. Ob wir es hier auf Google googeln, wo auch sonst. Boah, früher war auch eine Zeit, da hat man so andere Suchmaschinen gehabt. Yahoo, Bing. Das war irgendwie völlig weird. Aber googelt das mal. Ach, es juckt doch eigentlich kein Schwein, oder? Oh, guck mal, jetzt bin ich zum Beispiel, sorry, jetzt bin ich vor mir... Ja, das ist halt, weil ich meine Cam, wir machen die immer dann so oft größer. Wir gucken immer was, dann ist meine Cam klein, wenn ich dann pausiere und dann irgendwie was erzähle, dann machen wir die Cam immer größer, weil es halt obviously dann darum geht, was ich erzähle. Das ist jetzt ein bisschen blöd. Ich wusste aber natürlich bei meiner ersten Reaction auch nicht, dass wir jetzt schon bei Part 37 angekommen sind. Ich weiß auch immer noch nicht, wo wir mich hinpacken, Tahir. Viel Spaß im Schnitt. Aber das ist kein Problem. Ich gehe kurz, wartet, guckt euch diese Technik an. Aber da muss ich gleich wieder umziehen. Weil ich hätte auch hier also da bist ja...
Dann muss ich gleich wieder umziehen. Ich find's auch stark. Ich sehe bei jedem Video anders aus. Ich habe hier komplett weiß T-Shirt an. Hier habe ich weiß schwarz an. Hier habe ich einen schwarzen Hoodie an. Jetzt habe ich Brille und Cap auf. Aber Patrick, immer gleich. Immer schwarz, schwarz, schwarz. Und in dem Video war er, glaube ich, auch schwarz, weil er hat eine orangene Lieferando-Jacke an oder sowas. Ich hoffe wirklich, du machst nicht diese Klinken. Ja, die sehen am coolsten aus. Die habe ich getauscht. Die sind jetzt getauscht. Ich habe die am Anfang gefeiert auf so Bildern. Ich glaube es, Patrick, erst, wenn er es zeigt. Das habe ich in der Reaction gleich auch noch irgendwo gesagt. Ich glaube es erst, wenn Patrick es zeigt. Und er hat seinen Kabelsalat auch nicht gezeigt, obwohl er meint, er hat aufgeräumt. Wenn wir heute keine Klinken sehen, Boxkampf. Weil, jetzt klingt jetzt vielleicht mega dumm, ja, aber ist jetzt dieses blockige Minecraft. Ich habe gerade mein Handy nicht dabei. Oh mein Gott, das habe ich mir halt auch gedacht. Ich wusste es. Klassische Ausrede, ich habe gerade mein Handy nicht dabei. In seiner Roomtour lagen sogar zwei Handys auf dem Tisch, Patrick. Wen willst du denn hier verarschen? Boxkampf. Irgendwann werde ich mal ein Bild zeigen. Aber irgendwann. Ich habe jetzt keins. So, irgendwie schöne Ecken, Fugen, Sichtkanten, alles mögliche, Sichtachsen, dass du halt vernünftig irgendwie durch die Wohnung gucken kannst. Irgendwann wird ein Bild schön, alles ist in einer Linie, bla bla. Da bin ich auch ein riesen Fan von architektonisch gesehen, aber wirklich an so alltäglichen Sachen ist Funktionalität dann doch sinnvoller. Aber als ich sie dann live gesehen habe, habe ich sie gar nicht mehr gefeiert. Und dann habe ich halt noch andere ausgewählt. Deswegen wurden sie ja jetzt getauscht. Bild einblenden. Mein Handy, das habe ich auf dem Berg vergessen beim Wandern. FSB, warte. Ein paar Sekunden später. Oh, ja, was denn? Ich weiß gerade nicht, was die genau bezeichnet ist. Die hier habe ich auf jeden Fall in den Fenstern, auch in Hamburg und so. Die sind wirklich so schön, die sind so filigran, die fassen sich so schön an. Und ihr kommt eigentlich gar nicht, bis ihr irgendwie mal selber alleine wohnt eventuell. Wie oft man wirklich in seiner Wohnung eine Klinke anfasst. Oder auch wenn ihr noch so wohnt, checkt ihr das ja auch. Wie oft man wirklich am Tag so eine Klinke anfasst. Ja, ich habe meins, sieht ein bisschen mehr ansatzweise geht's. Also es ist dunkel, auch gut. Aber naja, es ist alles anders. Luca, du musst dir das live angucken irgendwann. Oder? Ja, Part 100, nach dem Boxkampf, wenn wir uns dann zusammen regenerieren, schaue ich mir das an. Oder was sagt er? Ich zeige einfach ein fucking Bild. Immer wieder eckig. Ja. Wo ist denn dann das Bild, Patrick? Das ist jetzt das zweite Mal, dass ein Bild angekündigt wurde. Kam ein Bild? Nein. Ich habe da aber, ich habe da eine kleine Alternativoption, Patrick. Aber ich muss sagen, ich mag die gar nicht so gern. Ah, okay, gut. Ja. Dann sind wir wieder so. Ja, 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 ja. Als ob wir uns alle jetzt die Hand geben. Ich fühle mich wie bei so einer Entlassfeier, wo man so auf der Bühne dann seinen Studienabschluss bekommt oder sein Abitur oder was weiß ich. Und alle geben sich so die Hand und wir gerade so, jo, passt, jo, danke, super, klasse. Und du drückst die immer so quadratisch dann irgendwie die in die Finger rein. Das ist mal nicht schlimm. Irgendwie, wenn man mal so anstrengend. Restaurant oder auf Toilette ist, dann sind so Klinken, so alles cool. Aber wenn man in seiner eigenen Wohnung ist und man ist die ganze Zeit so mit Klinken so am Rummachen, rummachen jetzt nicht. Die sind nicht handlich. Klinken müssen rund sein. Ja, Mann. Digga. Was denn? Ich fühle mich so, als würde ich mit Paluten in einem Restaurant sitzen und neben uns sind fünf Spiegel. Geschmäcker sind ja auch verschieden. Oder? Ja. Mein Reden. Im Restaurant. Nicht schlecht. Im Vapiano. Im Vapiano. Oh mein Gott. Gibt's Vapiano noch so richtig? Ich sehe die immer überall, aber da ist ja nie einer drin, oder? Tanoshi, immer noch eins meiner Lieblingsrestaurants. Sushi, da gibt's so eine richtig geile Roll. Die habe ich immer geliebt. Die habe ich immer bestellt nach Freedom. Sorry. Tanoshi. Tanoshi habe ich noch nie gehört in Köln. Aber ihr wisst ja auch, ich bin kein Sushi-Fan. Jetzt kommt bitte nicht an mit, ja, du hast doch nie richtiges Sushi gegessen. Ich habe alles mögliche schon gegessen an Sushi. Egal ob billig oder auch wenn es irgendwie mal ein mal teures Restaurant war. Wir haben auch mal selber Sushi gemacht. Das war nie mein Fall. Und das ist so komisch, weil ich liebe alles daran. Ich liebe eigentlich Lachs, ich liebe Avocado, ich liebe Reis und sowas alles. Aber Sushi ist es irgendwie nicht. Ich würde es so gern mögen, weil es ja eigentlich so lecker sein soll. Und es gibt so viel Auswahl und es soll auch gesund sein und so. Aber ich bin irgendwie kein Fan von. Patrick, was ist dein Lieblingsessen? Wenn du hier gerade drauf reagierst. Ich sage jetzt nur, dass oft Leute, ich quatsch schon echt extrem viel. Patrick sagt immer nur so, ja, stimmt. Ja, mal so die Hand. Ich quatsch da wieder hier eine Fisse. Ne, ist ja gut. So ein Gespräch, da muss ja auch einer die Themen anschneiden. Ja, aber ich glaube, wenn Patrick und ich dann in einem Restaurant sitzen würden, ich wäre so jemand, so ich kann auch Stille nicht ertragen. Ich sitze dann da so, ja und, wie ist das da und bla bla. Und dann esse ich so nebenbei und dann auch mal mit offenem Mund rein, ja und was hältst du davon und bla. Und Patrick wäre so, jo, ja, stimmt. So die ganze Zeit. Wie das aussieht, Junge. Ey. Überall Cams. Das ist so ein geiles Bild, Mann. Jo, ich weiß gar nicht, wohin soll ich als nächstes. Ich muss mich wirklich als nächstes dann einfach kleiner machen, dann ein bisschen da in die Mitte, ein bisschen runter. Gott, Leute. Ich glaube, wir machen mich irgendwo entweder, also ich glaube, ich bin gerade oben oder unten in der Mitte. Und der letzte freie Platz ist dann ja für Patricks Reaction dann auch oben oder unten in der Mitte, halt auf der anderen Seite. Und dann gibt es ja für mich das nächste Mal, falls nochmal eine Reaction kommen sollte, nur noch den mittleren Platz.
Dann sieht man irgendwann Baletto nicht mehr, wie er sein Gaming-Zimmer zeigt. Bin aber auch ganz ehrlich, das Video geht jetzt schon 10 Minuten. Ich glaube, effektiv von der Roomtour gesehen haben wir bisher 5 Minuten 24. Lernt zu lesen. Also wir sind nicht mal bei einem Viertel von der Roomtour, obwohl ich jetzt auch schon wieder seit 25 Minuten drauf reagiere. Wie wir einfach zu viert hier chillen, die Gang. Warte mal, ich will wieder zurück. Ja, wir sind noch einer mehr. Ja, zwei mehr. Jetzt chillen hier einfach dreimal ich und dreimal Patrick. Ja, und jetzt viermal. Wir chillen hier insgesamt zu acht. Können wir halt einen Fußballverein gründen. Also, ja, ich setze mich mal. Es gibt jetzt eine kleine... Es ist manchmal unfassbar komisch, sich selbst zu gucken. Unfassbar. Ja, guck, jetzt sehen wir uns freaking sechsmal. Ja. Also gerade ist ja eine Reaction auf eine Reaction auf eine Reaction. Ja, das hat schon wieder was Komisches, was Komisches Lustiges. Ich find's auch, ey, ich finde es voll nice gerade. Ich habe ein paar Kommentare gelesen, ihr feiert es ja auch. Ich weiß nicht, wie das sein kann, dass ihr sowas feiert, weil basically ist die Geschichte auserzählt. Es kommt ja nichts Neues mehr. Wir sehen zum Tausend. Ja, nette, warum? Es kam The Weekend Story. Ja, aber es geht ja nicht mehr um die Roomtour. Es hat ja wirklich nichts mehr mit der Roomtour zu tun. Klar, wir haben jetzt heute auch wieder Stories. So mit Vapiano, mit Restaurants, mit einem Boxkampf, mit solchen Sachen haben wir auch irgendwie heute drüber gesprochen. Aber es ist jetzt wirklich einfach nur noch eine Unterhaltung. Es hat wirklich nichts mehr mit dem ursprünglichen Video zu tun. Ich find's auch immer so schön. Die Abfolge in diesem Video ist immer exakt gleich. Warte, ich mach's euch mal auf. Wir haben hier das ursprüngliche Video. Meine Reaction auf das Gamingzimmer von Patrick. Und dann reagieren wir da alle drauf und sagen unsere Meinung. Dann wird das hier aber ausgeblendet und pausiert und dann sagen nur noch diese Leute ihre Meinung. Dann wird das hier ausgeblendet und pausiert und diese Leute sagen ihre Meinung. Das ausgeblendet, zack, 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 zack. Zack, zack. Und hier sind wir gerade. Das hier bin ich gerade. Dadurch, dass Patrick aber hier drauf höchstwahrscheinlich, denke ich mal, auch wieder reagieren wird, geht es dann quasi hier wieder weiter mit Patrick. So, und dann geht es von mir wieder weiter mit meiner Reaction. Und damit geht es halt immer weiter. Und ich finde es immer lustig, weil der Schritt ist immer gleich. Wir haben hier so dieses Standard-Hauptvideo, wo es um die Gaming-Room-Tour geht von Patrick. Und dann geht es immer wieder weiter runter. Hier sagt Patrick was, ich reagiere darauf. Patrick reagiert auf das, was ich gesagt habe. Ich reagiere auf Patrick, bla 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 bla. Es ist die ganze Zeit die gleiche Abfolge. Ich fühle mich wie ein Lehrer. Mit einer komischen Brille. Der bald in den Boxring steigen wird. Was ich, glaube ich, noch nie gemacht habe. Ich bin die ganze Zeit am Grinsen. Ich bin was ist denn los? Jetzt gehen wir hier. Paluten ist einfach. Der macht exakt den gleichen Content. Oh, warte mal. Jetzt. Ich will mal kurz. Ich glaube, ich muss noch mal runter. Ja, das ist jetzt. Ja, warte. Jetzt hier? Muss ich. Sorry, bitte. Ja, warte. Jetzt muss jetzt ich. Sind wir ich muss hier? Hoch. Auf mit den jetzt sind wir hier? Am ja, ich habe einen der letzten Spots. Ich habe die letzte Ecke. Muss er sich hier so. Ja, ich weiß auch gar nicht, wo ich gerade bin. Das müssen wir mal im Schnitt gucken. Da hier, der das hier schneidet. Ich habe selber vergessen, wo wir gerade sind. Es ist einfach nur noch völlig verwirrend. Au. Ich habe mal mit Luga Agar.io gespielt. Ah, gute Zeit, Mann. Ja, das war unser letztes richtiges Video zusammen. Auch schon irgendwie 6 Jahre. Nee, wir hatten hier noch die COD-Kooperation. Hier, mit der Milch. Oh mein Gott. Ey, das ist so. Es ist auch immer noch einer meiner absoluten Lieblingsmomente. Ohne Witz. Dieses feed me, und dann kommt Paletto, Alter. Und dann diese dreckige Lache. Warte. Ich muss immer wieder so lachen. Ich kann mir das nicht mehr geben. Ich weiß auch ganz genau, wie das war. Ich saß in meiner ersten Studenten. Och, jetzt klingelt's. Mann, ich werde hier, also, das ist hier gerade das Video meines Lebens. Jetzt werde ich hier, ne? Erster Fußballclub Köln. Mit 19 Jahren. 19 Quadratmeter oder so waren. Ja, die war da, Zülpi? Ich glaube, Zülpicher war da. Oh mein Gott, Lachkick. Ich weiß gar nicht, Patrick, der war doch aber noch nie bei mir, oder? Vielleicht habe ich das mal erzählt. Aber wie gesagt, die Zeit, wo ich nach Köln gezogen bin, da habe ich schon ab und zu mal was mit Paluten und mit Sturmwaffel gemacht. Im dritten Stock am Zülpicher Platz, voll die Saufecke, immer wach geworden, saß am Tanktop, keine Klimaanlage, Sonne knallt da rein. Bin mal gespannt, was Patrick jetzt so sagt. Feed me! Luca, ja, du machst es. Feed me! Ja, und er ist mich einfach auf! Ich war ein Schloch. So, hab ich aufgegessen. Ja. Da bestand wirklich YouTube noch daraus, komm, wir machen eine Uhrzeit aus, wir nehmen auf. Und dann geht's hoch. Und mittlerweile, so ich habe selber ja aktuell, wisst ihr, auf dem Hauptkanal, das ist ja mein Zweitkanal mit Gaming und Reactions und so, aber auf dem Hauptkanal habe ich auch ein bisschen Gefallen daran gefunden, mal so Real-Life-mäßig ein bisschen was zu testen, weil man will sich auch immer wieder neu erfinden. Ja, ja. Apropos, neues Video online gegangen, Freunde, zeige ich euch mal eben kurz. Das hat mir ein Fan geschickt, ich habe Fanpost ausgepackt und mir wurde einfach eine Bombe zugeschickt, die zum Glück nur eine Attrappe war, sich anderen Spaß erlaubt. Aber schaut da gerne vorbei. Jetzt schauen wir uns mal eben an, was Patrick sagt. Das hat Luca auf jeden Fall drauf, dieses sich neu erfinden. Das muss ich sagen. Wird ja auch. Oh, danke schön.
Kuss, Bruder. Ja, ich habe, glaube ich, die interessanteste Entwicklung, aber so kreuz und quer vom Weg abkommen Entwicklung durch, die es überhaupt auf YouTube gibt mit Gaming, dann Real Life, dann Vlogs, dann wieder nur Minecraft, dann wieder andere Gaming-Sachen, jetzt wieder nur Real Life, dann wieder neuen Kanal gegründet, bla bla. Simon Unge war auch ein König da drin, immer mal neue Kanäle zu gründen und sich neu zu erfinden. Aber ich glaube, in die Richtung, das war schon, da habe ich schon immer so ein bisschen damit geliebäugelt, sage ich mal, andere Sachen zu testen, weil ich das selber für mich halt auch interessant halten wollte. Und ich finde, nur so läuft es halt auch im Leben, wenn man sich wirklich irgendwie, Geschmäcker verändern sich, wenn man sich auch auf andere Dinge einlässt. Deswegen habe ich auch so riesigen Respekt davor, dass Patrick seinen gleichen Stiefel runterrockt seit Jahren und da halt auch so Gefallen dran hat. Das ist ja einfach nur für alle Seiten schön. Für ihn ist es schön, für die Leute ist es schön und für mich jetzt auch. Denn ich beende jetzt das Video. Ich kann mir das nicht jetzt noch 20 Minuten geben, weil sonst hat Tahir auch im Schnitt hier unfassbar viel zu tun. Patrick, wenn du hierauf reagierst, Boxkampf.